Moin Moin und Servus, willkommen in unserer GGM Gastroküche. Ich bin Harry, der GGM Koch, und darf euch heute was Leckeres zaubern, und zwar ein 3-Gänge Ostermenü. Und zwar machen wir als erstes Sole-Eier, Gewürzeier, nennt sich, schreit sich so, das wird dann im Essigsud sein mit 3 verschiedenen Farben, Naturfarben. So, als nächstes machen wir dann die 3 verschiedenen Sudsorten. Und zwar haben wir hier einmal Rot mit rote Beete, Schalotten und Lorbeer. Dann haben wir Grün, ganz schwer, mit Spinat, Petersilie und Basilikum. Dazu haben wir noch ganz speziell Matcha-Tee, weil wir sonst die grüne Farbe nicht hinbekommen. Und zum guten Schluss haben wir jetzt hier dann noch Ingwer, Kurkuma und Pfeffer. So, für den Sud brauchen wir dann 250 Milliliter Essig. Ich habe mich jetzt für einen Weißweinessig entschieden, da der halt relativ mild ist und nachher die Eier dann auch nicht zu essiglastig werden. Dann würde ich sagen, wir starten mal. Und zwar machen wir jetzt in jedem Topf, wie gesagt, 250 Milliliter Wasser. Vorsicht, Töpfe sind heiß. So, das haben wir jetzt schon mal. Als nächstes habe ich mir vorbereitet dann 3 Flaschen mit 250 Milliliter Essig. Einmal, zweimal und dreimal. Multitasking. Als nächstes brauchen wir Zucker. Um etwas dem Essig entgegenzukommen. Und dann noch ein bisschen Salz. So, das Ganze kochen wir jetzt auf. Und werden jetzt alles andere vorbereiten. Und zwar fangen wir jetzt mit Rot an. Ich habe hier schon eine rote Beete geschält. Wenn ihr die schälen wollt, dann auf jeden Fall Handschuhe anziehen, weil das färbt richtig ab. Wir schneiden die jetzt in Scheiben. So. Eine Hälfte von der roten Beete reicht schon. Nehmen hier Streifen. So, das Ganze kommt in Topf Nummer 1. So, dann packen wir hier schon mal eben 2, 3 Blätter Lorbeer rein und schneiden schon mal eine Zwiebel. So, die einfach nur halbieren, grobe Würfel. Einer müsste reichen. So, die kommt jetzt da noch mit rein. So, dann machen wir mit Gelb weiter. Wie gesagt, da brauchen wir Kurkuma. Nicht zu viel, weil das nachher sonst wirklich nicht lecker wird. Dazu gibt es als Aroma gibt's dann Ingwer. Schöne, feine Scheiben. So, das reicht auch schon. Das kommt dann jetzt hier rein. Und ein paar Pfefferkörner. Ich habe mich jetzt hier für bunten Pfeffer entschieden. So, die kommen dann mit rein. Was ganz wichtig ist, dass wir alles einmal nur richtig aufkochen und nicht kochen wie Wäsche oder sonst irgendwas, weil sonst alle Vitamine verloren geht. Vor allem geht die Farbe dann auch verloren. Jetzt kommen wir zum schweren Teil, und zwar Grün. Zunächst brauchen wir einen Mixbecher. Dann kippen wir uns eine Hälfte von unserer heißen Flüssigkeit hier rein. So, wir brauchen jetzt hier circa 200 Gramm Spinat. Das packen wir einfach so hier mit rein. Dann habe ich hier ca. 100 Gramm Basilikum und 100 Gramm Petersilie. So, das Ganze mixen wir jetzt durch. Lang genug, bis alles fein ist. Alles braucht seine Zeit. Dann geben wir hier einen Teil schon mal Pinienkerne mit rein. Den anderen Teil packen wir uns in den Topf. So, dann die letzte Hauptzutat, Matcha-Tee, Pulver. So, das Ganze soll
ähnlich wie eine Pesto werden. Nicht zu dick, aber fast die gleiche Konsistenz. So, jetzt packen wir hier eine Hälfte mit in den Topf. Dann schauen wir jetzt mal nach den Eiern. Die haben jetzt mittlerweile auch schon knapp 10 Minuten gekocht. Die dürften gar sein. Auch eine sehr coole Sache, gerade für Buffets, Frühstücksbuffet, ne, oder auch im Restaurant in seiner eigenen Küche kann man sich die Eier schön super vorbereiten. Dann schauen wir mal, was der Sud macht. Und zwar haben wir hier die rote. Das sieht schon mal sehr gut aus. Die hat richtig Farbe. Ja, das zieht auch später sowieso noch mal nach. Die Eier sollten dann in dem Sud auch mindestens 3 Stunden liegen, damit überhaupt ein bisschen Farbe dran kommt. Ich habe aber für euch schon was vorbereitet, das ist schon über Nacht gewesen. Dann wird die Farbe viel intensiver. So, dann pellen wir mal ein paar Eier. So, die nächsten Eier sind jetzt auch schon fertig. Die haben jetzt auch 9 Minuten gekocht. Schalten wir das Ganze mal ab. So, wie gerade eben ganz easy hier raus, abtropfen lassen und rein. Die sind etwas kaputt, aber wir haben ein paar Eier mehr gekocht, das heißt, wir sind auf jeden Fall safe. Die packen wir jetzt alle einmal in meine Einmachgläser hier. So, dann fangen wir mal mit Rot an. Sieht doch gut aus, oder? Schicke Farbe. Dann Nummer 2, gelb. Auch schön mit Einlage einfach hier rein. So. Deckel drauf. Aus die Maus. Und die Nummer 3. Grün. Die schwerste Farbe. Wie man auch schon hier sieht, ne, die geht da schon ins bräunliche, gräuliche. Erstmal die Hälfte. Und dann habe ich hier immer noch meine andere Hälfte. Die ist ja immer noch wunderschön grün. So. Hier auch dann wieder Deckel drauf. Einmal ein bisschen langsam hin und her mixen, damit sich das ein bisschen vermischt. So. Auf den Kopf und fertig. So, die Eier haben wir jetzt eingelegt. Zwischendurch für eine Stunde immer so ein bisschen hier so mischen, ne? Und dann darf das in den Kühlschrank für mindestens 3 Stunden, aber wie gesagt, ich habe schon was vorbereitet, das muss am besten über Nacht sein, mindestens 12 Stunden, und dann bekommt ihr eine intensivere Farbe. Dazu mache ich einen schönen Mixsalat mit einem frischen Vinaigrette. Dazu brauchen wir Schalotten. Die werde ich erstmal klein hacken, ja, bla, okay. Schöne Streifen und dann in kleine Würfel. Wir fangen mit Essig an. Olivenöl, Salz, dann als nächstes die Schalotten hier rein, eine Prise Zucker noch zum Schluss, man könnte jetzt hier auch Honig nehmen, das ist auch sehr lecker. Hier einfach mit der Gabel eben einmal schnell hier rumrühren und dann ist das auch schon fertig. Das lassen wir eben noch kurz ziehen. Und werden hier noch ein paar Cherry-Tomaten, ein bisschen Frühlingszwiebeln noch vorbereiten für mein Salatbouquet quasi. So, okay. So. Ich habe jetzt hier ein bisschen Rucola, unseren Mixsalat hier. Den packen wir einfach hier so einfach ein bisschen gemischt. In die Mitte.
So, das reicht auch schon. Dann legen wir uns die Cherry-Tomaten schön außen rum. So. Dann habe ich hier noch ein paar Sprossen. Die kommen hier einfach so oben drauf. So. Und zum guten Schluss meine Frühlingszwiebeln. So. Das machen wir jetzt ganz easy hier. Träufeln wir unser Vinaigrette einfach so ein bisschen hier drüber. Ganz einfach. Und erst dann werden wir gleich noch unsere Eier anrichten. So, der Salatteller ist jetzt vorbereitet. Jetzt gehen wir an das Eingemachte. So, jetzt habe ich hier unsere roten Eier, die ich gestern schon eingelegt habe. Jo, das sieht gut aus. Schaut mal. Also wenn das nicht kräftig ist, dann weiß ich auch nicht. Hammer. Gelb sollte wahrscheinlich auch kein Problem darstellen. So. Das sieht auch gut aus. Schaut mal. Das sieht auch gut aus. Schön gelb. Wie gewünscht und erwartet. Passt. Mal schauen, ob grün was geworden ist. Also Experiment nicht gelungen, aber ich habe ja vorher schon gesagt, es ist aber auch wirklich schwer, grüne Farbe hinzukriegen. Dafür entnehmen wir das Eigelb jetzt. Das Ganze zerdrücken wir jetzt mit der Gabel einfach hier einmal schön durch. Man könnte es jetzt auch durch ein Sieb streichen, dann wäre es jetzt noch feiner. Fertig geknetet. So, jetzt als nächstes ein bisschen Dill. Das werden wir mal eben schnell hacken. So. Schön fein hacken. Und dann kommt das hier so mit rein. Dann habe ich hier noch Mayonnaise. 1, 2, 3 Löffel. Und noch ein bisschen Dijon-Senf. So. Das Ganze rühren wir jetzt noch einmal schnell durch. Für gewöhnlich nimmt man jetzt hier eine Sterntülle. Ich habe jetzt hier aber eine runde Tülle genommen. Das lässt sich dann auch besser spritzen. So. Dann füllen wir die Eier. Zack, zack, zack. Gut, dann haben wir die Eier jetzt fertig gefüllt. Dann richten wir die jetzt hier schön auf unserer Platte an. Schön in Sternform. Und immer in den verschiedenen Farben. Jetzt schieben wir ein bisschen. Damit die Eier ein bisschen grün werden, machen wir hier noch ein bisschen mal drüber. Haha, das Ei ist grün. So. Zack, 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 zack. So, hier haben wir unsere Vorspeise. Mixsalat mit gefüllten, gefärbten Eiern